Oida, was geht ab, Leute? Team Bubble hier. Und heute haben wir das Gewinner-Deck per Fall. Zwar das Shadol-Deck, das unser zweites Turnier auf DN gewonnen hat. Das von Yu-Gi-Oh! Card Market gesponsert wurde. Nochmal danke an die. Hat's geschafft mit Shadol. Bisschen überraschend, durch die Runden zu kommen und das Turnier zu gewinnen. Der Gewinner ist auf DeathPro auch gut unterwegs. Also schön zu sehen, dass einer auf DeathPro und DN gut spielen kann. Beim letzten Turnier gab es ja ein bisschen Diskussion darüber, was besser ist und sowas. Und ein paar DN-Spieler, ich meinte ein paar DeathPro-Spieler, haben auf DN ein bisschen enttäuscht. Also auf jeden Fall schön zu sehen, dass er beides drauf hat. Dann zum Deck. Spielt halt Standard Shadol mit Mistake. Ein paar interessante Sachen. Als erstes haben wir da BLS und drei Effektwähler. Ziemlich radikal. Dann noch als Light Engine Felis. Kann zwar inkonstant kommen, kann zwar öfters tot kommen, aber gibt mehrere Optionen auf Synchros. Und mit Kugel Bandit kann man die auch benutzen. Das ist die nächste Karte, die er spielt, dreimal. Was halt relativ unkonventionell ist. Also ich habe es auch nicht so oft gesehen. Nur jetzt in diesem komischen Misch Shadol BA Deck zusammen. Aber jetzt nur im Shadol habe ich es bisher noch nicht so oft gesehen. Oder gar nicht, besser gesagt. Dann spielt er noch Standard 3 Mathematica und ein Cerberus. Auch nochmal gut zum Millen. Ein Target für Mathematica und Kugel Bandit. Und halt sehr gut gegen Clifford. Habt ihr in den Matches wahrscheinlich gesehen. Dann zu den Shadols. 3 Beast, nur ein Dragon, 2 Falco, 2 Eagle und 2 Squamata. Ist, denke ich mal, Standard. Gibt nicht viel Veränderungen in dem Shadow-Lineup. Manche spielen ein, zwei Karten ein bisschen anders, aber meistens immer dasselbe. Dann zu den Zauberkarten spielt er auch relativ wenige. Dreimal El-Shadow-Fusion und 2 Shadow-Fusion. Was jetzt, glaube ich, auch Standard geworden ist. Also, dass man nur noch 5 spielt und nur 2 Shadow-Fusion und eine im Side-Deck hat. Dann halt 2 mächtige Zauberkarten noch, Soul Charger und Rageki. Dann 10 Fallen, 2 Breakthrough, 3 Mistake, 1 Shadow Core, 3 Shadow Games und 1 TT. TT kam auch sehr gut für ihn, also hat man in den Spielen auch gesehen. TT finde ich auch persönlich sehr gut. Auch Breakthrough eine gute Idee, vor allem mit Kugel Bandit. Dann wieder nochmal was zum Millen und dann 3 Mistake, klar Standard. Muss zurzeit einfach sein gegen Klee und Necros. Shadow Games spielen manche nur noch 2. Ich denke mal, das ist jedem selbst überlassen. Dann zum Side Deck. Spielt er nur eine Lancia. Liegt wahrscheinlich daran, dass er schon 3 Wailer hat. Obwohl ich Lancia auf jeden Fall über Wailer bevorzuge gegen Necros. Dann spielt er auch noch einen Mind Control. Den signen die Shadow-Spieler halt jetzt gegen Necros. Damit man ein Wassermonster übernehmen kann und dann fusionieren. Dann klar, 3 MST muss immer sein. Gegen Side Deck, Shadow Mirror, Makrogris und sowas. Soul Drain. Dann, wie gesagt, die dritte Shadow-Fusion. 2 Shared Right gegen Necros und die ganzen Searcher-Decks. Ein Compulse, wahrscheinlich für Mirror und andere Synchro-Decks, falls es sowas noch gibt. Bär vielleicht. Dasselbe dann mit der nächsten Falle. Ich weiß gerade nicht, wie die heißt. Also, die ist so wie Makro, nur für eine Runde. Im Idealfall setzt du es halt ein, wenn der Gegner dran ist. Dann 3 Feenwind gegen Clifford und 2 Decree. Einfach gegen diese ganzen Backrow-Decks, Set 5 und sowas. Dann zum Extra-Deck. Auch nichts allzu Besonderes, denke ich mal. Spielt einmal die Wasserfusion, 3 Konstrukt, 2 Shikinaga, 3 Winder, das ist vielleicht besonders, keine Ahnung. Dann ein Arcanid, ein Amadis, ein Black Rose, ein Leo, ein Stider. Und als 4er Exceed hat er sich für Castell entschieden. Das war sein Deck. Nochmal Glückwunsch an ihn. Und nochmal danke an Yu-Gi-Oh! Card Market, dass sie das Turnier gesponsert haben und dass sie uns allgemein sponsern. Falls ihr die Duelle noch nicht gesehen habt, checkt die auf jeden Fall mal ab. Ansonsten wir mal liken, subscriben, kommentieren. Checkt unsere anderen Videos ab, checkt unsere Sponsoren ab und ciao.